Aber ich sehe auch gerade, ich habe gar nicht so viele Waffen, so viele Angriffe. Deswegen ist das Interface jetzt noch für ein Popo, sag ich mal. Noch ziemlich albern. Hoppla, das wollte ich nicht. Welches Interface hatte ich jetzt gerade? Das ist größer. Standard, das ist ja noch größer. Ach du Scheiße. Retro. Ach, spielen wir erstmal mit Retro so ein bisschen. Ich habe ja noch kein Interface gemacht, wo man nur zwei so eine Menüleisten hat. Und mehr als zwei brauche ich ja bis jetzt auch noch nicht. Bam. Super. Aber ich freue mich schon, wenn wir den nächsten Gefährten haben, wenn dann hier alle den Granatwerfer hier schießen. Das sieht dann wahrscheinlich schon episch aus. So, hat er noch was von uns? Nein, hat er nicht. Die Hüttenstadt. Den Hauptkreuzungsraum, oder was war das gerade? Ja, da oben steht's, Hauptkreuzungsraum. So, kann er hier auch? Nein, da kann er nicht sammeln. So, was haben wir denn hier Hübsches? Du bist im Kampf. Nein, ich bin nicht im Kampf, aber Arik ist im Kampf. Ich hasse dieses. Ich hasse es, wenn ich irgendwas machen will und dann steht da, du bist im Kampf. Weil der Gefährte dann halt noch irgendwo rumkämpft. Da habe ich doch irgendwas gesehen hier. Da. Arik, du sammelst das. Du sammelst es ein. Du sammelst es ein. Ja, manchmal habe ich Sprachprobleme. Und er ist weg. Da ist er wieder. Okay, jetzt haben wir die Seismik gemessen. Gleich mal auf die Karte gucken, wo wir noch hin müssen. Also da müssen wir zwar nicht hin, aber ich guck mal trotzdem. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas Tolles. Sieht aber nicht so aus, doch da hinten Rohstoffe. Und da haben wir Rohstoffe. Finde ich ja super. Mann, schießen die ja nicht auf mich. Ich wollte es so einsammeln. So, du kriegst einen Mörserhagel ab. Hier, das kann er auch noch plündern. Da ist auch noch ein grüner Kristall. So, gibt es hier noch irgendwas? Was sind denn das für Viecher? Plündern der Ichton. Stone oder? Keine Ahnung. Kleine eklige Monster. Aber hier ist. Da oben sind Rohstoffe, mehr auch nicht. Also ich weiß nicht. Vielleicht wird man hier später nochmal hergeschickt von der Mission her. Wir haben uns entdeckt. Wir haben sie uns. Kleine Mistviecher. Seid ihr hässlich? Eklige Kreaturen. Sehen aus wie Gollum oder wie bei The Descent so ein bisschen. Diese Kreaturen, die dann in der Unterwelt leben. Was ist das?
eine dielektrische Ranke. Was kann man denn damit machen? Wahrscheinlich, wenn man Biologie genommen hätte oder irgendwie sowas. Wir haben ja Archäologie genommen. Deswegen können wir hier nur diese Kristalle einsammeln. Wo, da drüben ist auch noch einer. Ach ja, erfordert Archäologie Level 55. Das haben wir noch nicht. Schade eigentlich. Was soll ich denn mit euch bloß machen? Ein aufsässiger Unterstützungsdruide. Level 15. Scheint auch ein bisschen stärker zu sein. Der ist Level 16, wir sind gerade bei Level 15. Vielleicht sollten wir hier erstmal weggehen. Also ich habe hier auch keinen Auftrag, deswegen muss ich mich hier nicht in Kämpfe verwickeln, die ich nicht gewinnen kann oder die zu schwer sind. Ja, ich laufe einfach davon wie eine kleine Pussy. Was ist der tot? Er scheint tot zu sein, aber er steht da so rum. So, ey, du sollst es einsammeln, hallo. Jetzt will ich mal Strong und 1 machen. Ach so. Ja, ich habe gerade Strong und 1 gedrückt. Ich habe dazugelernt. Hat mir ein aufmerksamer Zuschauer hat mir das ja in die Kommentare geschrieben, dass man damit Arik angreifen lassen kann. Da ist jemand verletzt. Sie. Sie stehlen sie. Bitte. Ihr müsst sie aufhalten. Was ist passiert? Ist sehr gut. Aber wen denn? Ihr seht schlecht aus. Was ist hier passiert? Wir hatten eine Mission. Wir waren auf dem Weg zum Jedi-Tempel. Hinterhalt! Imperialer Abschaum. Sie dürfen sie nicht bekommen. Sie? Redet weiter. Wie erbärmlich. Was dürfen sie nicht bekommen? Was wollten sie? Astrogationskarten. Streng geheim. General sagt, von größter Wichtigkeit. Die Imperialen wissen davon. Sie dürfen die Karten nicht bekommen. Ihr braucht Hilfe? Ihr braucht wohl Hilfe. Wie? Wo sind sie? Da könnt ihr wohl nicht mehr so viel tun. Das klingt, als könnte ein Soldat helfen. Im alten Jedi-Tempel. Ganz oben. Eine versiegelte Truhe in den Gemächern des Rates. Dort sind die Karten. Bin schon unterwegs. Bin gleich zurück. Braucht ihr Hilfe beim Sterben? Oh, wie fies. Ich mache mich dorthin auf den Weg. Die Karten. Bringt sie zu General Wenden. Senatsgebäude. Tut es. Für die Republik. Wie, was, er redet nicht mehr? Ist er jetzt tot oder was? Ja, weh, du bist tot, wenn ich die Mission zurückbringe. Ich will ja auch noch eine Belohnung bekommen, ne? Da brauchen wir auch noch ein höheres Archäologie-Level. Scheiße. Finde ich ja so ein bisschen kacke. So, gibt es hier irgendwas zu entdecken? Ein geheimes Wissensobjekt? Ein Datacron? Wovon ich immer noch keins habe? So, wo sollen wir sie überhaupt hin? Oha, da unten ist eine Helden 4 Mission. Nee, da ist ein... Ach, das ist nicht da unten, das ist... Da ist ein Taxistand, wie es aussieht.
Kernspeicher. Naja, ich gehe erstmal weiter. Wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns. Und dieses Gebiet ist ziemlich groß. Hüttenstadt. Ja, wo war ich vorhin stehen geblieben? Also bei Eisenhüttenstadt oder Stalingrad war ja auch so eine Planstadt. Und Wolfsburg ist ja auch zu Hitlers Zeiten entstanden irgendwie. Da war ja vorher auch sehr wenig. Und in Wolfsburg, durch VW halt, wurde der... Ich weiß gar nicht, was wurde hergestellt? Kübelwagen oder... Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein Vieh? Aber es ist Level 15, das könnte man vielleicht besiegen. Aber auch nur vielleicht. 4800 Trefferpunkte hat er. Was haben wir? Arik hat 2600 und ich habe 2200. Ich lasse Arik einfach mal angreifen. Und ich hoffe, dass wir ihn besiegen können. Oh, sieht doch schon mal ganz gut aus. Arik ist tot. Ja, kannst du ruhig weiter angreifen, also habe ich echt kein Problem. Ich habe nichts gegen Leichenschänder, solange du mich in Ruhe lässt. Oh, oh, oh. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Vielleicht sollte ich nicht rückwärts irgendwo hinlaufen, nicht, dass ich jetzt hier in andere Gegner reinlaufe. Doch, es ist passiert. Scheiße. Ja, das war natürlich sehr dumm. Ja, die Sonne ist ja gleich wieder da. Ich hätte nicht rückwärts weglaufen sollen. Ja, ich lerne auch dazu. Das war eine sehr dumme Aktion. Zumal mich ja der Gegner sowieso verletzen kann. Ist ja nicht so, dass ich seinen Angriffen ausgewichen bin oder so. So, auf- und nachladen. Damit wir uns schön heilen können. Kurosand-Auszeichnung, ja, das war ja echt. Für sowas setze ich mein Leben aufs Spiel. Achso, hier sind Imperiale. Das kann's doch nicht geben. Ihr scheiß Imperialen. Ist da irgendwas in der Ecke? Nein. Wenn wir Biologie hätten, dann könnten wir diesen dielektrischen Busch oder was es da war. Könnten wir dann analysieren, einsammeln, keine Ahnung. Da unten ist rot. Und wir sollen hier hoch. Achso, da ist noch so ein seismisches Ding. Was ist denn hier los? Oh, scheiße. Da haben wir kurz mal ausgenockt. Das kann er einsammeln. Komm her, Arik. Noch mehr Imperiale. Scharfschützen. So scharf schießen sie aber auch nicht. Und verdammt, Arik ist tot. Oh nein, verdammt. Ich hab nicht aufgepasst. Immer Heilung, Heilung, Heilung. Boah, das war knapp. Das war sehr knapp. Er lebt ja noch. So, erstmal Arik wiederbeleben. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass er gestorben ist. Danke. Ja, bitte. So, was wollte ich hier da einsammeln? Ja, der Druid ist mittlerweile verschwunden. Ach so, jetzt hat er ja alles eingesammelt. So, erstmal auf- und nachladen. Aber Gegner kommen ja hier jetzt nicht. Das ist ja bloß eine seismische Untersuchung.
Super, jetzt fliegt er da rein. Ich mach das einfach mal weg. Das kennen wir ja mittlerweile schon.